Sag mal, was hast du? Wo hast du das her? Wo hast du das her? Wo hast du das her? Aus der Garage. Wie aus der Garage? Aus der anderen? Ja. Oh, das ist ja mein aktuelles Lieblingsmuster. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Oh, wie schön. Oh, guck mal die Tässchen an. Das ist aber Suppe, ne? So Suppe oder Dessert, glaube ich. Suppenhuhn. Suppenhuhn? Ach du meine Güte. Das ist ja ein ganz... Oh, ist das süß. Ich krieg echt die Krise. Das ist ja ein komplett ganzes Set, ne? Oh, das ist so süß. Sehr schön. Oh, weißt du was? Da kann ich auch den Joghurt eigentlich machen und dann so in den Kühlschrank stellen. Ja. Ja, genau. Dafür ist es auch perfekt. Stimmt, weil es hat einen schönen Deckel. Perfekt. Oh, krass, wie viele Teile das wieder sind. Ach ja, Coffee. Was? Sag bloß, die sind auch noch passende Servietten, oder was? Ja. Ich glaub's ja. Lagst du die ganze Zeit in der Garage? Ja. Es ist dir eingefallen, weil ich letztens gesagt habe, ich mag dieses blaue Muster jetzt so doll. Ja. Ja. Ach, du bist ja einer. Diesen Dekokamin hier habe ich schon, ich habe den schon vielleicht schon 10 Jahre, ich weiß es nicht, vielleicht fast. Es ist sehr schön, das hatte damals mein Mann vom Flohmarkt geholt. Da ist auch ein Kabel, also wenn man es an Stecker macht, sind halt so Glühbirnen drin, die sich so drehen. Und es macht so einen Feuereffekt. Es ist sehr schön, aber es ist halt einfach nur noch so ein Dekoteil. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir hier so einen kleinen Schrank mit Glastüren, was so eine Art Mini-Buffet-Schrank dann sein soll. Also ich hatte auch überlegt, ob ich mir einen hohen hole, also einen länglichen. Ein bisschen so ähnlich wie eben unseren Bücherschrank. Habe ich erst überlegt, aber dann dachte ich so, nee, ich will ja auch das goldene Bild da lassen und so. Deswegen dachte ich, nee, jetzt erstmal so für die Zeit hole ich mir so einen kleinen und ich habe mir einen geholt. Den bauen wir dann später noch auf. Und dann räumen wir alles ein und dann bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Der ist eben halt so ein bisschen höher wie das jetzt, aber halt auch nicht so hoch und dann eben mit Glastüren. Und ich habe da auch noch andere Griffe, die ich dann ersetzen möchte. Und dann bin ich mal gespannt, ob das alles so reinpasst und dann habe ich so ein bisschen mehr Stauraum und dann komme ich trotzdem an die Sachen ran. Ja, und dann habe ich halt eben nochmal aus so 1,5 Kilo Erdbeeren, ja, 1,6 Kilo Erdbeeren war das nochmal, die Konfitüre gemacht, eben mit dem Gelierzucker. Die nochmal eine große für uns und die zwei für kriegen unsere zwei Nachbarn. Habe ich bei DM gesehen, solche so Sticker mit so Papier, wo man dann halt eben diesen unschönen Deckel so ein bisschen zumacht. Das mache ich gleich mal oder kann Medium machen, die macht ja sowas gerne. Und ich zeige euch nochmal, hier habe ich noch ein bisschen von der Konfitüre, wie die Konfitüre. Schaut mal, und so ist halt die Konsistenz mit dem Gelierzucker, die ist halt eben fester. Es ist eigentlich halt einfach nur Geschmackssache, würde ich sagen, ob man das jetzt so fest mag oder flüssig. Ich mag das halt auch flüssig, aber so ist es natürlich halt nochmal eine festere Konfitüre. Also war auf jeden Fall praktischer, sage ich jetzt mal, weil es schneller ging. Es war auf jeden Fall schneller fertig, das war ganz gut. Also auch 2:1, ne? 2:2, also doppelt, also Erdbeeren und dann die Hälfte vom Kilogewicht dann der Gelierzucker. Ja, ich glaube, das nächste Mal mache ich das auch so. Aber die andere Variante ist halt auch lecker. Ja, schmeckt sehr gut. Gut. Da werden sich die Nachbarn freuen. Schön. Ja. Ja, sieht doch süß aus, so zum Verschenken. Finde ich niedlich. Das war auch noch von Karls Erdbeerhof, die Marmelade. Das Glas passt ja auch gut, wenn man da noch solche über hat. Habe ich immer nicht weggeschmissen, sondern aufbewahrt. Ja, das ist süß. Richtig süß aus. Finde ich voll schön, sowas. Ne? Thank you.
aufgestanden und war dann überrascht, weil man hat in der Nacht diese Kommode aufgebaut. Fand ich so witzig, ich bin so früh eingeschlafen gestern, ich war einfach so kaputt. Wir haben es ja aktuell super heißes Wetter draußen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich werde das Bild jetzt noch ein bisschen verschieben. Ich habe gerade eben nämlich die Pflanze jetzt noch mal ein bisschen daran geschoben. Und den anderen Blumenständer, den habe ich darüber getan. Der war ja nämlich auch noch da und ich fand ja eh die Ecke so ein bisschen für jetzt kahl geworden, sage ich jetzt mal. Deswegen habe ich das jetzt hier rüber gestellt. Finde ich ganz gut hier. Und die Pflanze einfach mehr dahingestellt. Und jetzt ist hier auch super genug Platz, dass man trotzdem hier noch sich hinsetzen kann. Da fehlen jetzt nur noch die Regalböden. Und was cool ist, eigentlich sind ja diese Griffe hier. Dabei finde ich eigentlich auch ganz passend. Also ist jetzt nicht so, finde die passen eigentlich auch ganz gut so in Dunkel. Aber schaut mal die Griffe an. Die habe ich schon sehr lange, die hatte mein Mann auch mal mitgebracht und ich hatte nie einen Verwendungszweck dafür gefunden, leider. Und die kommen auf jeden Fall dann hier ran. Ich denke, das wird richtig cool aussehen, da das ja passend zu dem ganzen Geschirr ist. Hier, deswegen, das wird so, ja, das wird richtig hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, das Ganze noch einzuräumen. Also mir gefällt es auf jeden Fall gut. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr davon hält, aber ja. Schauen wir mal noch, wenn es eingeräumt ist, jetzt ja drin ein bisschen mehr. Aber ich denke, das ist ganz passend hier. Vor allem halt eben auch mit der Küche. Deswegen habe ich mich eben für was Weißes entschieden und jetzt doch nicht wie sonst überall jetzt langsam. Ich eigentlich jetzt auf Holz switche. Aber die war auch super günstig. Die hat 130 Euro gekostet. Also für jetzt, für die Zeit, für mein Geschirr, denke ich, ist es echt eine super Lösung. Sag mal immer, sag mir, dass du Besuch aus Polen hast. Diesmal haben wir dran gedacht. Letztes Mal habe ich gesagt, da haben ja bei Instagram alle geschrieben, warum hat deine Mutter dir kein Öl aus Polen mitgebracht? Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile überall Öl, ne? Aber es ist halt richtig teuer geworden. Deswegen eine Ladung Öl aus Polen, Türchen und noch ein paar andere Naschereien. Ah, Käse, genau. Zeige ich euch gleich nochmal genau. Riesenkäse. Also, wir haben Käse aus Polen bestellt. Das waren jetzt 3,5 Kilo. Und dieser ist wie viel Kilo? Das ist 1,26. 1,26. Ja, weil er eigentlich hauptsächlich, weil es einfach super lecker schmeckt. Und den schneiden wir uns selber runter. Diesen Salami-Käse nennt man den, weil der in Salami-Form ist. Einfach super lecker. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut.
hat ruhig eigentlich recht. Ja. Aber war völlig schon cool. Ja, hast du früher Schluss? Ja. Ah, weil du bist jetzt gerade im Regen gelaufen. Ja, ja, und war erfrischend, ne? Ja. Gott, ist der auch groß geworden. Jo, lass doch Oma, muss dich angucken. Sie hat schon Miriam halbe Stunde angeguckt. Jetzt muss sie dich angucken. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Guck mal. Bald muss ich noch gucken. Guck mal seine Schultern. Na. Sag mal Oma, deine Muskeln. Die sind schon mal schämt. Jo, hier. Haben wir, Mutti ist da, Omi. No, Mama war hier so gestresst, ich war noch gar nicht angezogen. Ja, jetzt haben wir die Mutti. Jetzt machen wir noch ganz, ganz schnell, warte, gehen wir rüber zur Küche. Ja, jetzt habe ich heute Morgen so getrödelt. Ich wollte eigentlich, bevor sie kommt, schnell den Kuchen fertig kriegen. Ich wollte jetzt so ein ganz schnelles Dessert machen, einfach mit Löffelbiskuit und dann so eine Sahne, Mascarpone, Quarkcreme dazwischen. Und dann habe ich noch eine Ladung Erdbeeren noch aus dem Garten gepflückt und mache dieses oben, dieses Erdbeer Gelee oder Erdbeerpudding oder einfach diese Erdbeerglasur obendrauf, was ich genau auch bei dem letzten Erdbeerkäsekuchen gemacht habe. Genau. Also, aber das geht jetzt ganz schnell. Und dann hauen wir ab mit Omi. Ja. Da habe ich für meine Mami einen Termin gemacht bei meiner Freundin, die ein Kosmetikstudio hat. Kennst du das, wenn du so in dem Moment so Spuck im Hals ist? Ich freue mich schon. Ja, freust dich? Ja. Ja. Die, mache ich mich hübsch. Ja, Mama hat sich neue Augenbrauen gewünscht. Die kriegt sie heute. Seit Jahren, jetzt kriege ich die. Ja, machen wir. Fahren wir rüber. So. Und dann gibt es heute ein bisschen Wellnessbehandlung, ne? Ja. Hast du dir verdient, ne, Mami? Oh. Ah. Gut. Wer war das jetzt? Das war zu viel jetzt. Nein, war nicht zu viel. Er wollte hast du es gefilmt? Er wollte sowieso. Das war eigentlich gut gewesen, so Katze kriegt das Kotzen, Janne. Ja. Hier, Katze kotzt, während man hier gerade so YouTube dreht. Er wollte irgendwie nicht essen und hin und her. So, hier haben wir jetzt die Creme, also wie gesagt, Schlagsahne, ein Quark, also es waren jetzt 3 Becher Schlagsahne, ein Quark, also 500 Gramm Quark und eine große Mascarpone, das war, ich glaube, auch 500 Gramm, ne? Vanilleextrakt, Zucker und Sanapart habe ich ein bisschen reingemacht. Jetzt kommt eine Schicht Löffelbiskuit, die Creme rauf, nochmal Löffelbiskuit, nochmal Creme und Abschluss Erdbeer. Und das ist so innerhalb von 20 Minuten habt ihr so ein leckeres Dessert, so. Mit Löffelbiskuit geht ja immer schneller. Also ist einfach nur tunken. Ich mache das extra jetzt nur die oberste Seite tunken, weil ich mag das nicht, wenn die so sehr weich werden. Ne? Mhm. Genau, damit es nicht unten so ganz aufgeweicht ist, mache ich meistens immer nur die eine Seite. Wir können natürlich auch in was anderes tunken, aber wir machen jetzt... Thank you.
Ja, also macht nicht den gleichen Fehler wie wir. Nimmt eine höhere Form. Jetzt habe ich das natürlich nicht mitbedacht. Ah, du nicht so viel rumschieben. Gib mal her. Das ist nämlich jetzt das Problem, dass das hier runterläuft. Warte, ich schiebe das mal ein bisschen so an die Seiten, aber nicht ganz. So, weißt du? Na, guck mal, jetzt die Sahne da drunter schmilzt halt auch. Das ist so das Problem. Ja, ich wollte eigentlich meine Emailleform nehmen, die ist nämlich ein bisschen höher. Und dann dachte ich, ach nee, die ist optisch schöner. Aber ja, das müsst ihr natürlich berechnen. Und dann am besten eben gleich so überall hingießen, damit man das jetzt nicht zu viel verstreichen muss, weil die Sahne drunter sonst schmilzt. So, jetzt versuchen wir das Desaster eben ein bisschen noch sauber zu machen und dann ab in den Kühlschrank damit. Und dann wird es abends verzehrt. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch zum Beispiel in Gläsern machen. Also in so Dessertgläsern oder in Bechern oder so Schichten. Sieht auch immer sehr schön aus. Aber das ist dann, bei uns ist das so viel Arbeit, weil man dann so viele Gläser oder Becher eben braucht. Deswegen so geht es immer ein bisschen schneller. Wir fahren jetzt los und das Gute ist, wenn ich da bin, ich habe jetzt, warte mal, nicht, dass sie mich hört. Ich kann euch dann gleich, wenn wir nämlich da sind, kann ich euch nämlich was, kann ich gar nicht mehr reden. Peter, ich erzähle später, ja, ja. Ich bin dir nicht erzählt. Kommt hier nicht rein. Ah, ja, ja. Deine Mama, da kommt. Sollst du rein. Hallo. Nur keiner weiß. Oh, ja, ja. Herzlich willkommen. Ja, in Polen küsst man richtig. Ich setze ihn jetzt einfach nur an und drücke ein bisschen rauf und ja. Der hinterlässt einfach Abdrücke. Ja. Sieht man hier zum Beispiel. Ja. Und das reicht mir dann schon zum Vorzeichnen aus. Wir haben beide so dieses schiefen Augenbrauen. Mhm. Das ist ein bisschen besser. Machen wir besser, ne? Ja, ja, das nervt. Gleichen wir ein bisschen aus auf jeden Fall. Sie hat ja hier hinten, siehst du noch ihr altes, ja, Permanent? Genau. Ja, genau. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie wir da arbeiten. Also hier würde ich keine Härchen... Zeichnung empfehlen, sage ich, wie es ist. Ja. Okay. Du machst Kontrolle. Ich kontrolliere. Ja, und guck mal die Farbe. Ja, warte. Die. Genau. Ach so, ja. Ich muss mich auch ein bisschen nach ihren eigenen Härchen richten. Ja, ja, genau. Also, ich kann jetzt nicht dunkelbraun, ja, ja, schwarz, klar. Das würde nicht schön aussehen, wenn man deine eigenen Härchen richtet. Genau. Sie macht ja manchmal, macht sie auch ihre Haare ja auch ein bisschen dunkler, ne? Jetzt ist sie wieder ein bisschen heller. Deswegen, ich würde mich da schon auch nach den Augenbrauen richten, nach der Farbe richten, ja. Nur innen drin. Die musst du dir vorstellen, nicht mehr, genau, wo es weiß ist. Ja. Ja. Also wir haben jetzt für die Puderschattierung, genau, erstmal entschieden. Genau, wir haben uns erstmal dafür entschieden. Wir schauen aber nachher, ob wir hier vorne ein paar Härchen einarbeiten. Ich fange hinten an. Sie hat nämlich noch darunter ein Permanent-Make-up, ein 15 Jahre altes, ja, zur Seite. Was man jetzt nicht unbedingt sieht, aber unter der, also hier unten, hinten, vor allem in dem Teil, sieht man das, wenn man richtig hinschaut, natürlich, ja, dann auch. So, jetzt bin ich hier ohne Medium und kann euch was erzählen, weil ihr wisst ja, sie schneidet ja die Videos und das konnte ich jetzt euch gar nicht vorher sagen, aber sie wird jetzt diesen Clip eh nicht, noch nicht schneiden, denn morgen, ich habe was für sie geplant, kriegt sie eine fette Überraschungsparty. Sie wird ja 14, wollte ich gerade sagen, 18 und wir feiern nicht so Geburtstage. Also wir nehmen Geburtstage nicht so wichtig, also wenn es jetzt so religiös geht, ist halt so, es wird halt Geburtstag nicht so gefeiert, aber wir sind jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, es ist immer so schwer, jeder nimmt das immer anders, ne? Die einen feiern jedes Jahr Geburtstag, es gibt welche, die sind ganz streng und sagen, nee, wir feiern keinen Geburtstag. Ich sag so, man muss immer so ein bisschen gesunde Mitte finden, weil, ja, ne Mama, wir waren ja, kannst du dich erinnern, wir waren doch damals eine Zeit lang bei den Zeugen Jehovas. Ja. Das war noch in der Grundschule. Und bei denen war ja auch so, die feiern keinen Geburtstag. Genau. Und dann weiß ich noch, ich war dann halt in der Klasse und ich weiß nicht, was das Thema war, aber die Lehrerin meinte zu mir, ja, ihr feiert ja keinen Geburtstag, weil ihr Zeugen Jehovas seid. Und ich so, okay. Und dann alle Schüler so,
Mitschüler dann so, wie, was, ihr feiert keinen Geburtstag? Und ich habe mich voll so komisch gefühlt, als wäre ich da jetzt so ein Alien. So wie, ne, das war für die alle so voll unnormal, also wie, ihr feiert keinen Geburtstag. Und es war halt nicht so ein schönes, nicht so ein schönes Gefühl für mich als Kind, das zu erleben. Und deswegen bin ich da halt so, also wir machen nicht jedes Jahr irgendwie fette Geburtstag feiern und so. Wir halten das immer sehr schlicht, meistens so unter uns und so weiter. Aber ich habe es halt von Medium die letzten Wochen immer wieder rausgehört, dass sie sich was wünscht. Und weil es der 18. ist, dachte ich, okay, komm, sie hat halt eben nicht jedes Jahr irgendwie ihren Geburtstag fett gefeiert oder so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, einmal mache ich ihr, es ist 18, das ist schon was Besonderes. Ich mache ihr eine schöne Feier und ja, dank Ferai und Freunde und so weiter habe ich eine Location gefunden und ja, wir werden uns auf jeden Fall einen schönen Tag machen. Ich nehme euch da ein bisschen mit. Ich hoffe, die Überraschung glückt mir. Weißt du, was ich noch vorhin zu Media meinte? Weil ihre Freundin kommen ja am Sonntag zu übernachten. Sie hatte eigentlich Montag Geburtstag. Also heute ist Freitag, falls ihr es nicht bekommen habt. Morgen machen wir aber die Überraschungsparty. Und sie hat eigentlich Montag offiziell Geburtstag. Und am Sonntag übernachten ihre Freundin bei ihr, um dann sozusagen so auch so ein bisschen rein zu feiern oder whatever. Auf jeden Fall meinte ich dann zu Medium noch heute Morgen so, ja, meinte ich, ja, überleg mal, ob ihr nächstes Wochenende irgendwie was machen wollt oder so. Vielleicht wollt ihr alle ins Kino gehen. Ne, du hast ja am Montag Geburtstag, da kann man ja nichts machen. Schau mal, überleg dir mal was. So, ich spendiere dir das, gehst du mit deinen Mädels ins Kino oder so. Und dann hat sie auch noch so komisch geguckt. Also ich versuche wirklich die ganze Zeit so, weil sie auch dann so, ne, und dann sie auch, weil sie wünscht sich auch, hat sich das iPhone 13 gewünscht. Und sie hat die Arme bis jetzt, ist aber auch so. Aber wir machen das auch bewusst. Wir sind immer der Meinung, wir wollen unseren Kindern nicht, das geht halt nicht immer darum, dass man etwas nicht kaufen kann oder so, sondern es ist bei uns eher so ein bisschen so ein erzieherischer Hintergrund, dass man nicht immer alles für selbstverständlich nimmt, dass man alles bekommt, dass man alles hat. Und meistens hat Mary immer dann so irgendwie, ja, die älteren Telefone dann von uns bekommen. Also sie hat noch nie ein neues Telefon bekommen. Sagen wir es mal so, genau. Sie hat bis jetzt noch nie ein neues Telefon. Du auch nicht? Von meinem Mann immer. Von deinem Mann? Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, sie wünscht das neue Telefon. Sie kriegt zum 18. das neue, richtig neues Telefon, was sie selber auspackt. Weißt du, was ich überlegt habe? Ich packe das, weil wenn ich ihr das so einpacke als Geschenk, sie wird sofort erkennen an der Schachtel, dass es das iPhone ist. Ich dachte, ich mache so einen großen Karton, ja, und in den Karton, ja, noch einen Karton. Oder und noch ein, so ein Pfannkarton. Ein was Karton? Pfanne. Von Pfanne? Einer Pfanne, wo eine, ja, Pfanne abgebildet, ja, ist. Und dann machst du das Handy da rein. Ah, dann ich guck mal. Ah ja, genau, da will ich sie auch so ein bisschen pranken. Genau, das machen wir, dass ich das irgendwie so in einen anderen Karton mache. Wie gesagt, ihre Freundinnen, mit denen bin ich gerade so Dings, deswegen ich muss die ganze Zeit voll aufpassen, weil Madeline geht immer an mein Telefon, sie checkt da immer Sachen, sie guckt Fotos, ne, nimmt Videos und so weiter. Und ich die ganze Zeit, deswegen hatte ich auch Angst, dass sie was checkt, weil sie nimmt immer an da und meint, ich sage, ah, lass mal mein Telefon, weil sie sieht, dass ich mit WhatsApp die ganze Zeit mit ihren Freundinnen schreibe. Die waren heute auch noch einkaufen, haben Deko eingekauft und so weiter. Und ja, die helfen mir da, das Ganze auch nochmal zu organisieren. Achso, und was ich Mary erzählt habe, ich habe ihr erzählt, das lasse ich drin. ich habe Mary nämlich erzählt, ne, was soll ich ihr sagen, ich habe ihr erzählt, weil ihre eine Cousine, die heiratet sowieso jetzt im August, glaube ich. Genau, und ich habe ihr erzählt, sie macht eine Junggesellenabschiedsfeier. Und das habe ich ihr erzählt, dass wir da hingehen. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass sie nichts ahnt. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Geheimaktion mache. Und ich bin echt gespannt. Ich werde auf jeden Fall dann jetzt dann mitnehmen, morgen, bei der Überraschung. Ich hoffe, sie gelingt mir. Ja, ich bin echt gespannt. Meine, ja, du bist ja dann schon dann am Schneiden. Ich hoffe, du hattest dann eine schöne Party. Wir werden sehen. Also sehr viel werde ich da dann nicht mitfilmen. Die Mädels sind da, sollen ja dann auch ein bisschen so unter sich sein. Wir haben da zum Glück auch so Räume, wo wir uns ein bisschen trennen können. Also bin ich echt gespannt auf morgen. Deswegen war ich jetzt auch so voll im Stress die ganze Zeit und hier anrufen, da das und dass sie nichts mitkriegt. Und morgen muss ich halt auch nochmal früher los, weil ich muss die Mädels abholen. Wir müssen noch Getränke kaufen.
noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, die haben heute Knabbersachen und so alles eingekauft. Ja, deswegen bin ich echt gespannt. Ansonsten hier, ich werde euch hier Ferreis ihr Studio in die Infobox packen mit der Adresse. Also falls ihr, was wird hier alles angeboten? Alles mögliche an kosmetischen Behandlungen. Das fragst du mich, während ich hier. Ja, dann ist ja alles mögliche. Gesichtsbehandlung. Gesichtsbehandlung. Ich habe ja letztens Aquafacial, Laser, Haarentfernung. Permanent Make-up, was? Wimpernlifting. Henna Brows. Wenn ihr hier in Berlin lebt und ein schönes Studio mit tollen Mitarbeitern sucht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und wir schauen gleich das Endergebnis von Mamis Augenbrauen. Und dann fahren wir, glaube ich, noch kurz, müssen wir manchmal noch ganz kurz ein paar Sachen einkaufen. Und dann geht's ab nach Hause, dann machen wir uns heute einen schönen Abend und morgen wird es dann eben ein bisschen stressig. So, Mama mit frischen Augenbrauen. Schön, ne? Ja, kannst du Augen aufmachen. Ach so. Aber dann ziehe ich wieder eine, ja, hoch eine. Das, jetzt weiß ich, dass ich das von dir geerbt habe. So, das ist jetzt natürlich frisch. Das ist, wenn das dann nochmal abgeheilt ist, dann wird es ja nochmal ein bisschen heller. Und wir haben halt vorne diesen Ombre-Verlauf, dass es halt hier vorne gar nichts ist sozusagen. Und dann da so lang läuft und dann, ja, schick. Schau mal, was für ein Service, Mama. Die kriegen sogar was zu essen. Oh. Lecker, Küsse. Yum, 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 yum. Ja, jetzt nach dem Essen schön hinlegen. Mhm. Schläppchen machen. Mama wird heute verwöhnt. Ach ja, das ist schön. So am Hals, das kennen vielleicht auch ganz viele von euch, solche kleinen, hier, diese hier. Mit was macht man so was weg? Plasma-Pen. Ein Plasma-Pen. Ja. Der Kuchen? Super lecker. Ja? Oh, kannst wirklich? Du empfehlen? Sollen wir reinschreiben? Ja. Nee, danach machen. War ja super easy, ganz schnell. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Theoretisch eigentlich 20 Minuten Aufwand. 20, 25. Eigentlich gar nicht lange. Wirklich super lecker. So, meine Lieben, was für ein stressiger Tag. Was für Lügen wir schon den ganzen Tag auftischen müssen, damit Miriam nichts checkt. Wir sind jetzt hier bei der Location. Wir haben noch morgens die Mädels abgeholt. Morgens, also morgens, naja. Schnell die letzten Sachen besorgt. Die kümmern sich jetzt um Deko und alles hier in dem Bereich. Hinten werden gleich, wird so eine Wand aufgebaut mit Ballons und so. Ich schau mal da gleich, wie es da hinten aussieht. Und ich muss jetzt als erstes schnell die Torte abholen, die bringe ich hier, dann hole ich das Essen ab, bringe das hier und dann fahren wir nach Hause. Wir haben erzählt, wir sind mit Mama ein bisschen schlendern, shoppen und Miriam natürlich so, ja, ich komme mit. Und ich so, nee, lass mal, ich will heute mit meiner Mama alleine sein. Und dann hat mein Mann auch extra gesagt, nee, lass mich jetzt hier nicht alleine mit den ganzen Kindern. Die hoffen echt, dass sie nichts checkt, ne? War vor allem, weil es ja eben 2 Tage vor ihrem offiziellen Geburtstag ist. Man hätte ja dann, weil es ein Montag ist, eigentlich dann das nächste Wochenende was gemacht. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass es jetzt so vorher ist. Hier bei mir sitzen, die dekorieren noch die Küche. Das ist auch ganz praktisch, falls so kleinere Kinder dabei sind. Ich glaube, so viele haben wir nicht, aber gut. Und hier...
Ah, Ecken. Hä? 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 Die checkt gar nicht. Happy Birthday! Wir haben sich einfach alle veräppelt. Aber wie? Und haben die satt neben mir gesessen im Auto. Ich konnte euch gar nicht schreien. Ja, hab ich gemerkt. Ich hab ja so. Seinen 18. Geburtstag beglünschen wir dich recht herzlich. Dankeschön. Dankeschön. Was ist der Blick? Was ist das für ein Paket? Es ist so ein Drache drin. Ich weiß das. Das ist jetzt mal kleiner. Ah, warte mal, das ist das Falsche. Das ist das Richtige. Hä? Dann haben wir geschissen. Ich geh mal. Wenn die Dürren, ne? Wir haben extra. Sollen sie das denn aufmachen jetzt? Ja. Innen auf, innen auf. Ich schaff das schon. Okay. Ja, richtig. Mein Lieber, ich hatte. Was ist das? Ich bin eine Schuhe. Aber die kenne ich doch. Die kenne ich doch. Sie sehen so schön aus. Die wollte sie vor 10 Jahren auch nicht haben. Mittlerweile liegen die schon 10 Jahre bei uns und diese machen neu. Vielleicht gefällt dir ja das. Das war eigentlich ist das Hauptgeschenk. Ja, nee, das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Deswegen wollte ich, dass du erstmal das große Geschenk siehst. Ich bin's dir. Aber das eine Kleinigkeit. Soll ich verbrennen? Warte, zum 18. kriegst du endlich mal ein eigenes und kein altes. Der erste Mal ein dickes neues Telefon. Das erste und das letzte. Das nächste muss der Erste sein, Melly. Ist giftig. Ist zu. Marie? Sicher. Aber aufpassen. Willst du selber anschneiden, deine Torte? Okay. Durch den Macaron. Nee, bitte mit Futter. Ich will kein Kuchen. Ich hab gar keinen. Du musst ja nicht. Du musst ja nicht. Danke. Wollen wir jetzt machen? Ich bin zwei zu. Wie süß. Ich muss die nächste Klappe hier. Hab ich? Komm. Ah, lecker aus. Erstmal Löffel Dendrolul. Der war mir pink. Kein Kaktus.
Ja, das war eine Aktion, meine Lieben. Das hat mir so viel Stress gemacht und ich musste so viel lügen. Ich weiß nicht, weil ich letztes Mal so viel lügen musste. Ich glaube, das war, weiß nicht, vor meiner Konvertierung oder so, keine Ahnung. Das war vielleicht was, aber uns ist die Überraschung gelungen. Sie hat nichts geahnt. Sie hatte so ein bisschen eine leichte Vorahnung, weil sie öfters gemerkt hat, wie ich so mit meiner Mama am Telefon plötzlich so, sie kam dann rein, dann bin ich irgendwie immer abgehauen und so, dass sie bloß nichts mithört oder irgendwas versteht. Also sie meinte, sie hat ein bisschen was geahnt, aber sie dachte, ah, vielleicht planen wir halt fürs nächste Wochenende irgendwas. Deswegen, die Überraschung war uns auf jeden Fall geglückt. Die Mädels haben ein bisschen zu früh diese Kanone, wie nennt sich das? Weißt du, wie das heißt, mein Grüßer? Dieses Konfettikanone? Ja, die haben es ein bisschen zu früh knallen lassen. Da habe ich mich selbst sogar erschrocken. Ja, die sollte so ein bisschen noch reinkommen und dann hätte sie gedacht, ach, sie meinte auch, sie hat so in dem Moment gedacht, weil sie niemanden gesehen hat, also sind wir doch irgendwie zu früh oder so. Aber ja, war auf jeden Fall witzig und ja, ich war jetzt happy, dass sie sich gefreut hat und die Überraschung geglückt ist. Und ja, und ansonsten konnte ich echt gar nicht viele vloggen, deswegen ist auch letzte Woche kein Vlog gekommen. Es war echt ein bisschen stressig jetzt aktuell. Wer es nicht weiß, hier in Berlin ist es ja so, dass man nach der 6. Klasse in die Oberschule wechselt. Also ab 7. Klasse ist in Berlin halt so, dass man erst dann in der Oberschule ist. Ich glaube, in anderen Städten ist es ja irgendwie ab 4. Klasse oder so. Ich weiß es nicht genau, aber hier in Berlin ist es 7., also 6. Klasse beendet man die Grundschule und dann geht es ab 7. Klasse rüber auf die Oberschule. Und ja, unsere Sechslinge hatten wir ja damals rückstufen lassen aufgrund der Frühgeburt und so. Und deswegen sind die auch mit dem 13 Monate jüngeren Malik Musa ja zusammen eingeschult worden. Und jetzt gemeinsam wechseln sie in die Oberstufe. Und es war echt auch so stressig und aufregend. Vor allem waren alle sehr aufgeregt, weil wir nicht wussten, wie, ob es mit der Schule klappt. Und ob ja alle auch auf die Schule kommen, die sie möchten. Sie sind auch auf die gleiche Schule gekommen, auch auf ihre Wunschschule, Gott sei Dank. Und ja, dann war halt das Ding, wie machen wir das wieder mit Klassen? Jetzt waren sie in der Grundstufe, waren alle 7 verteilt auf 4 Klassen. Also die 6-Linge waren immer zu zweit in einer Klasse. Mike Musa war alleine in einer Klasse. Also ich hatte 4 Klassen, auf die die Kinder verteilt waren. Und das könnt ihr euch schon vorstellen, wie anstrengend das ist. 4-mal Klassenlehrer und dementsprechend auch 4 verschiedene Elternabende und so. Und hinterher zu sein, ist echt nicht einfach. Und jetzt war es halt so, dass ich nochmal mir gewünscht habe, dass die Kinder halt auch auf jeden Fall nicht mehr wie zu zweit in einer Klasse sind. Das ist einfach so der Grund, weil ja, es ist halt immer, es ist so eine Geschwisterdynamik. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn so viele Geschwister in einer Klasse sind, da ist die Dynamik ein bisschen anders. Dann war es jetzt so, dass wir immer hatten ein junge Mädchen in einer Klasse und 2 Mädels von den 6-Jährigen waren in einer Klasse und das war halt nicht so gut. Also die hatten so eine sehr starke Abhängigkeit voneinander entwickelt und das war nicht gut. Also es ist halt, uns ist halt wichtig, dass die Kinder sich ein bisschen frei entfalten und jeder so seine Wege geht, weil ja, ich kann halt als 6-Links-Mutter, als Mehrlingsmutter halt von vielen Erfahrungen sprechen und ich sehe halt einen sehr deutlichen Unterschied, wie es mit Mehrlingen ist und wie es mit Einzelkindern, sage ich jetzt mal so, ist. Und da merkt man halt einfach einen sehr, sehr starken Unterschied, dass die 6-Linge halt einfach, war auch schon in der Kita, war schon immer so extrem einander hängen. Also es ist sehr schwer, die so voneinander zu trennen oder dass die zum Beispiel sich sehr miteinander vergleichen, sehr viel Konkurrenz auch miteinander haben. Also das ist einfach, das ist so. Das kann man nicht vermeiden. Die wachsen halt schon so damit auf, dass sie sich halt gegenseitig, ne, beobachten und da sind wir auch seit Jahren als Eltern sehr stark hinterher zu sagen, hier, du bist du und er ist er und sie ist sie und keiner von euch ist gleich und jeder ist einzigartig und jeder Mensch hat unterschiedliche Stärken und Schwächen und das halt von klein auf den Kindern immer wieder beizubringen ist halt sehr, sehr schwer. Beziehungsweise halt eben sehr, sehr auf, ja, sehr, sehr anstrengend, das immer wieder zu betonen, dass die Kinder da halt eben das verstehen, dass jeder ein Individuum ist und jeder anders ist und wir können das halt als Eltern halt einfach wirklich sagen, wir konnten die schon als Babys
allein vom Schreien schon unterscheiden. Also es war wirklich, ja, das war, da waren wir selber sehr, sehr fasziniert, wie unterschiedlich einfach die Kinder von Geburt an schon vom Charakter sind. Also man konnte da schon den Charakter erkennen der Kinder, und das ist bis heute so. Ich habe hier 6 gleichgeborene Kinder und ich kann dir einfach erzählen, wie unterschiedlich jeder Einzelne ist vom Charakter. Ja? Und obwohl wir alle gleich erziehen, entwickelt sich jeder eben mit seinem eigenen Charakter, mit seinen, ja, Unterschiedlichkeiten. Und das ist natürlich auch für uns Eltern super, super schwer, da hinterher zu sein, weil jeder ist anders. Der eine ist ein bisschen sensibler, der andere weniger, der andere eben auch schulisch. Die Leistung ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Der eine braucht da mehr Unterstützung da. Und das ist wirklich, ihr könnt mir glauben, ich zeige euch ja hier so viel und ich sage es halt auch immer wieder, das ist mir so wichtig, das immer wieder zu betonen, dass man natürlich meistens schöne Momente filmt, schöne Momente teilen möchte, ja, und nicht gerade die Momente, wo man einfach fix und fertig ist mit den Nerven oder wo man eine Downphase hat, wo man einfach auch als Elternteil da sitzt und denkt, wie soll ich das alles schaffen? Ich kann nicht mehr. Ja, aber es geht halt immer wieder weiter, ja, man fällt, man heult und irgendwann dann rappelt man sich halt wieder auf und es geht wieder von vorne los. Man hat immer wieder diese anstrengenden Phasen und dann wieder eine super Phase und dann wird es wieder, also diese Höhen und Tiefen, die erleben wir seit so vielen Jahren. Und ja, es ist halt nicht so einfach, ne? Und hier hat man oft das Gefühl, es ist super easy, ja, dass wir den Alltag mit unseren 8 Kindern meistern. Glaub mir, so wie es aussieht, so einfach ist das gar nicht. Aber mir ist es halt auch wichtig, das immer wieder zu betonen. Und gerade eben auch diese schulische Zeit hat uns Eltern wirklich sehr, sehr mitgenommen. Dann auch noch diese Corona-Zeit mit dem Homeschooling und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig für uns Eltern. Glaubt mir das. Und wir haben auch noch zusätzlich halt wirklich auch sehr viel schlechte Erfahrung gemacht in der Grundschule, leider mit unseren Kindern, mit der Schule, mit Lehrern. Ich möchte da auch wirklich ein separates Video nochmal dazu machen, weil es ist wirklich ein Thema, das liegt mir sehr, sehr auf dem Herzen und ich möchte vielen Eltern da draußen auch ein bisschen die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch da ein bisschen informieren, ein bisschen vielleicht warnen vor Dingen, die da auf einen zukommen können. Und wir haben da wirklich viel erlebt und oft waren wir da sehr naiv und haben zu spät reagiert. Deswegen wird auf jeden Fall noch was dazu kommen. Aber ja, wir hoffen jetzt und drückt uns da die Daumen oder schließt uns in eure Gebete ein, dass es jetzt auf der Oberschule besser wird. Und genau, eigentlich habe ich vergessen zu sagen, werden jetzt die 7 Kinder, die 6 und Malik Musa, alle in 6 Klassen verteilt sein. Also es gibt wirklich genau jetzt 6 neue 7. Klassen und genau auf 6 haben sie unsere Kinder verteilt. Also ich habe halt nur den Wunsch geäußert zu sagen, bitte nicht mehr wie 2 Kinder und am besten halt eben Geschlechter getrennt, also halt immer Junge und Mädchen, halt keine Mädchen zusammen. Weil wir halt gemerkt haben, immer wenn die mit Jungen und Mädchen waren, waren die trotzdem so eben, da war nicht so diese Abhängigkeit voneinander, weil die Jungs halt immer so eher so eben sie ihren eigenen Wege gegangen sind, automatisch ihren eigenen Freundeskreis und so weiter. Aber die Mädels da doch sehr, also hier auch zu Hause, die Mädels doch sehr, sehr aneinander kleben. Ja, und dann war der erste Elternabend. Da sind wir mit meinem Mann zu der Oberschule gefahren und dann haben wir erfahren, dass es 6 Klassen sind. Also diesmal, der Malik Musa, der eigentlich die ganze Zeit alleine war, hat jetzt eine Schwester in seine Klasse bekommen und alle anderen sind einzeln in einer Klasse und das war dann der erste Elternabend. Und wir mussten dann erstmal wirklich schauen, oh mein Gott, was? Und dann, welche Klasse ist welches Kind und so weiter, alles notiert, alle Unterlagen gesammelt. Dann haben wir uns in 2 Klassen erstmal für den Elternabend hingesetzt und dann bin ich nochmal in jede einzelne Klasse nochmal gegangen, habe mich bei der Lehrerin vorgestellt und nochmal die ganzen Unterlagen von jeder Klasse genommen. Also es war echt nochmal, nicht mehr 4, sondern sogar 6 Klassen. Also, ja, aber gut, Sinn. Es kommt wieder eben eine Veränderung auf uns zu und auf die Kinder, aber ich hoffe, dass der Start diesmal gut wird. Und jetzt sind wir übrigens ja offiziell hier in den Sommerferien. In Berlin haben wir jetzt Sommerferien. Heute ist Freitag. Ihr seht das jetzt am Sonntag, das Video. Und wir haben schon seit Mittwoch war der letzte Schultag, also seit gestern
offiziell Sommerferien und es haben mich schon ein paar in den Kommentaren gefragt, ob es denn dieses Jahr wieder in den Urlaub geht. Nein, wir haben diesmal keinen Türkei-Urlaub geplant, also beziehungsweise keinen langen Urlaub, was mit Auto und so weiter, wie ihr gesehen habt. Wir haben diesmal wieder viel im Garten eingepflanzt und es ist dann halt, ja, doof, wenn man weg ist, ist man weg, da kann man sich nicht drum kümmern und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben diesmal hier. Also wir machen keine große Reise, keine sechswöchigen Türkei-Urlaub wie letztes Jahr. Ich glaube, das ist erstens finanziell einfach nicht möglich, jedes Jahr das zu machen. Das ist die eine Sache, ne? Also wer die Vlogs von letztes Jahr geguckt hat, hier habe ich ja eine ganze Playlist, da könnt ihr reinschauen. Wir haben ja auch dann zusammengerechnet, wie viel das Ganze uns gekostet hat und so weiter. Also das ist immer wieder ein finanzieller großer Aufwand. Das können wir nicht jedes Jahr finanzieren. Und dann eben wollen wir halt auch unser Gemüse uns darum kümmern und schön ernten. Aber deswegen kommt ihr jetzt hier ins Spiel, haben wir uns gedacht, was wir diesen Sommer machen möchten, sind einfach kurze kleine Ausflüge. Ne? Also wie ihr das Video vor kurzem geguckt habt, die Feiertage, da war ja ein langer Überbrückungstag, hatten wir ja genutzt, dass wir zum Europapark nach Rust gefahren sind. Das war ja 700 Kilometer Autofahrt und es war echt toll, waren 3 Tage. Und ja, ich dachte mir, wir machen einfach ein paar kleine Ausflüge so deutschlandweit, vielleicht auch eventuell irgendwas so alpenmäßig. Ich möchte unbedingt, also so eins meiner Reiseziele ist auf jeden Fall mal sowas in den Alpen, Österreich, also sowas. Ich weiß, ich habe auch viele aus Österreich hier, die zuschauen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr ja mir sagen könnt, als große Familie, wo man denn da gerne einen kleinen Urlaub machen könnte. Vielleicht so ein Alpenhäuschen für sich mit einem schönen Ausblick in die Berge und sowas. Ich habe da schon auch so Videos gesehen mit so Wasserfall und so. Also ich wünsche mir sowas unbedingt, sowas. Also so einfach dieses Entspannende da und ein bisschen Wandern mit den Kindern. Das würde ich super gerne machen. Und dann ansonsten eben irgendwas hier deutschlandweit, vielleicht kleinere Ausflüge, mal ein paar Tage hier mal weg, ein paar Tage da mal weg. Sowas habe ich überlegt, da muss man mal gucken. Deswegen würde ich mich super freuen, wenn ihr uns vielleicht Tipps in den Kommentaren gibt, wo wir denn alles so hinfahren könnten. Wo ihr sagt, da waren wir, da ist ein Hotel oder eine Unterkunft, die ist super geeignet für eine Großfamilie und da kann man so und so was erleben. Weil wir haben echt, wie auch von letztes Jahr wisst, nicht viel Urlaubserfahrung. Wir sind nie viel verreist und das möchten wir unbedingt noch nachholen, bevor irgendwie unsere Kinder alle aus dem Haus gehen. Wollen wir das unbedingt nachholen und noch so viel wie möglich mit unseren Kindern erleben. Deswegen, ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wo es denn hingehen kann. Was ich aber schon gemacht habe und das war auch eine große Überwindung für mich als Mutter, denn auch ich als Mutter habe ja durch die Sechslingsgeburt und so viele Zwänge entwickelt, einen sehr starken Kontrollzwang und so weiter und da bin ich auch selber dabei, mich da ein bisschen zu therapieren und immer zu Dings und was ich mich jetzt getraut habe, was ich erwartet habe, ich habe für die Kinder, also ich habe die Kinder selbst angemeldet für einen Urlaub ohne uns. Also ohne uns Eltern werden dann die Kinder in der letzten Ferienwoche verreisen und zwar nach Österreich. Ja, und das mit einer Jugendtruppe ohne uns. Und ich dachte erstmal so, nee, das werden die Kinder niemals wollen, weil unsere Eltern haben mich und meinen Bruder damals auch in so ein Ferienlager gesteckt, sage ich jetzt mal. Und da hatte ich nicht so tolle Erfahrungen. Aber ich habe die Kids gefragt und die haben gesagt, ja, die haben Lust drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich euch an. Und dann, ja, keine Ahnung, also sind die dann irgendwie eine Woche, machen die Ferien ohne uns Eltern. Und da bin ich gespannt. Vor allem überlege ich, okay, was mache ich dann eine Woche ohne Kinder? Und ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das ist für mich wirklich also so dieses, die Kinder auch mal so ein bisschen so, ne, wisst ihr, so auch mal so gehen zu lassen. Das ist für mich so auch nochmal so ein anderer Struggle. Aber ich überwinde mich. Also ich therapiere mich in verschiedenen Dingen, wo ich auch sage, ich lasse das mal und hier und da. Aber gut, ja, was? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Was sollen wir Eltern denn jetzt machen, eine Woche ohne unsere Kinder? Beziehungsweise Mariam ist ja hier, also mit Mariam. Wir sind dann mit Mariam hier zu Hause. Weiß ich nicht, ob wir dann auch irgendwas planen sollen, dann irgendwie die Woche. Keine Ahnung. Gibt uns gerne Tipps und Tricks. Ansonsten hoffe ich jetzt in den Ferien, ja, schön viel Content zu produzieren und euch überall mitzunehmen, was wir alles so machen. Eine Sache steht auch noch an, aber die werde ich dann
erst veröffentlichen, wenn es komplett fertig ist. Und zwar ziehen die Jungs wieder um. Ihr wisst, ne, in diesem Haus ist immer irgendwas los. Ich überlege, wie oft wir hier was verändert haben. Ich sag nur, die Jungs ziehen wieder um. Und das, wenn das fertig ist, dann mache ich da ein einzelnes Video draus. Dann könnt ihr sehen, was das für eine Aktion gerade ist. Aber die haben wir uns auch jetzt in den Ferien vorgenommen, damit die Kinder halt auch mit anpacken können. Weil es ist halt, wie gesagt, im Alltag immer sehr, sehr schwer. Also wir haben ein paar Dinge vor jetzt in den Ferien. Wir werden euch mitnehmen. Also vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen hoch da und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis bald!